Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, die Spiel gibt es auch noch, ne? Man glaubt es kaum. Ja, nach ein paar Monaten Pause und nachdem ich einige, wie kann ich jetzt noch mal mein Dingens rufen? Also ich muss da ein Dingens einsetzen, irgendwas da L3. Ja, nach ein bisschen Pause habe ich mich doch mal entschlossen, ein bisschen weiter zu spielen, und nachdem ich auch Pokémon und Star Wars abgeschlossen habe, mehr oder weniger, also Pokémon noch nicht komplett, aber mache ich auch erstmal Pause von. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Tales of Vesperia weiter. Ich bin ein bisschen so auf dem Schlauch noch, was ich letztens gemacht habe und so und was ich vorhatte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Kolosseum machen wollte. Aber bevor wir dahin gehen, will ich hier noch kurz was machen, was ich noch gefunden habe und wo ich irgendwie hier nur so Notizen rumliegen ab. Übrigens Notizen, los, machen wir jetzt ganz schnell hier. Ich habe natürlich wieder so offscreen ein bisschen Sachen gelernt, Sachen gelevelt und so. Und ja, neue Fähigkeiten gelernt, und wir gehen jetzt ganz schnell mal hier ganz flink durch. Und zwar, ich habe diese ganzen Fähigkeiten, womit man irgendwie hier Dispersion und was weiß ich hier alles braucht. Ja, keine Ahnung. Das machen wir jetzt ganz schnell. Alembic, Sturmböe und so, Dispersion, große Sintflut. Ja, wenn man diese Fähigkeiten ausgerüstet hat und dann einige Arts einsetzt, dann lernt man ja neue Arts, und da habe ich wieder ein paar gelernt. Yuri hat mit Dispersion und 100 mal wütende Brunst zerfetzen in der Handfläche gelernt. So, wütende Brunst, weiß ich nicht, da wenn Brunst 100 mal benutzt, zerfetzen Handfläche da. Und ja, Estelle Bündem hat gelernt mit Dispersion und Alembic, also zwei musste ich ausrüsten, und ich tue immer alle ausrüsten direkt. Und ja, tue an alle Arts noch mal hier so durchgehen, und bis ich dann irgendwie sehe, ich habe irgendwie was gelernt oder so. Und ja, mit Estelle habe ich Dispersion und Alembic 100 mal wieder Auferstehung eingesetzt, boom. Und nee, warum steht da 100 mal? Dann war es noch 50 mal. Ja, ich glaube, Zauber waren immer noch 50 mal, ne? Ja. Und dadurch habe ich gelernt Regeneration, da boom. So, Repeat mit Kette ausgerüstet, 100 mal Diebstahl eingesetzt. Wo sitzt hier 100 mal Diebstahl, schon mehr als 100 mal. Und dadurch habe ich die Fähigkeit Objektraub gelernt, was ja ist, du allerdings selbst exponiert. Ja, okay. Und ja, Carol hatte nichts, aber der hat auf Level 43 röhrender Drachenhieb gelernt. Wo sind hier? So, Rita, muss ich mal ganz kurz. Rita hat mit großer Sintflut ausgerüstet, 50 mal Steinnagel eingesetzt. Er hat Zauber war nur 50 mal, genau. Jetzt weiß ich jetzt wieder, es kommt alles wieder zurück, ne? Und hat dadurch die Fähigkeit Efeu-Rausch gelernt. Boom, das kann man auch, glaube ich, hier so gucken. Ja, Efeu-Rausch. Ja, okay, weil es irgendwie fehlt, warum meine zwei Sachen. So, Raven hat nichts Neues auf diese Weise gelernt, aber durch Azur Himmel, durch Level 43 hat er Azur Himmel gelernt. Habe ich auch noch nicht so viel oft eingesetzt, anscheinend. So, Judith hat eine Menge. Judith hat große Sinnflut 100 und 100 mal Sichelschlag eingesetzt. Also mit großer Sinnflut 100 mal Sichelschlag eingesetzt. Wo sitzt da? Hm? Ja, ja, da, und dadurch gelernt Leitender Mond. Wo sind da mit Dispersion und 100 mal Luna Rondo hat sie gelernt. Wir sind, ich muss mir selber erstmal hier so einen kleinen Überblick wieder hier verschaffen. Mehr mit Dispersion und Luna Rondo hat sie steigende Luna Rondo gelernt. Das ist hier, und mit Lambic und 100 mal Dämmermond. Wo sind da hat sie gelernt Dämmermond Falke. Boom. So. Und Patty, muss ich erstmal, das jetzt wieder so, hat auf Level 42 Willkommensmal gelernt. Nimm verschiedenes heraus. Du willst meine Kochkünste erleben? Ist das? Ja, gut. Und das war's. Ne? Ja, gut. Dann kann ich das auch wieder zumachen, und hoffentlich vergesse ich auch nicht, das zu löschen, damit ich nicht im nächsten Part wieder hier alles runtergehe. Und ja, warum bin ich jetzt nicht im Kolosseum, fragt euch? Ja, weil ich das hier gefunden habe, und ich hatte irgendwie Angst, das irgendwie nicht wiederzufinden. Deswegen habe ich hier gespeichert,
Und ja, hier war ein Gebiet, wo ich rein konnte. Eine Blumenwiese. Und ich will jetzt gerne mal wissen, was hier ist. Aber sieht jetzt nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Ich hoffe natürlich mit Estelles Kellnergewand herum. Und hier ist irgendwie nichts. Gut. Sehr gut. Ja, gut, haben wir dann auch erledigt. Fand ich gut. Ja, ich wollte jetzt nicht offscreen hier reingehen, weil da passiert doch wieder irgendwie was und so. Ja, ich glaube, nichts anderes hatte ich mir in meinen Notizen, die übrigens auch genauso alt sind wie das letzte Mal, als ich aufgenommen habe. Also ja. Ja, ist nichts mehr. Gut, dann gehen wir zum Kolosseum. Wir wollten das Kolosseum machen, das weiß ich noch. So, dann gehen wir mal Karte. Und boah, wie ist die Stadt nochmal? Kolosseumstadt, da, das ist schon mal. Finde ich gut. Flieg ich nochmal dahin, L3, gut. So. Dann gehen wir mal ins Kolosseum und verbringen wir da einen ganzen Part drin. Einfach nur, damit ich, weiß ich nicht, überhaupt irgendwas habe, erstmal. Und ja, dann. Guck mal, wie weit wir kommen. Wir werden wahrscheinlich mit Yuri spielen. Einfach nur um zu gucken, wie weit ich jetzt schaffe zu kommen. Du siehst verdächtig aus. Okay. Ich weiß nicht, ob ich schon alle Städte abgegrast bin. Ich glaube, da habe ich auch irgendwie auch mal was gemacht. Aber wie gesagt, ist ein paar Monate her. Deswegen bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, welche Städte ich abgegrast habe und welche nicht. Ich kann immer noch meine ganzen Parts noch mal kurz abchecken. Aber ja. Ich will erstmal hier überhaupt irgendetwas schaffen. Und bevor ich jetzt hier erstmal wieder rumrenne und suche und noch keinen Part parat habe, werde ich jetzt erstmal hier reingehen. Und ich hoffe, ich habe alles so waffenmäßig und so. Wenn hast du nicht ausgerüstet, dann kauf den mal. Ja, wie gesagt, da muss ich erstmal wieder. Da, warum würde ich mich erstmal kümmern, nachdem ich erstmal ein paar Parts aufgenommen habe? Weil, ja, wenn ich jetzt schon wieder erstmal hier durchrenne und irgendwie gucke, was ich noch machen muss, so offscreen, dann habe ich noch keinen Part fertig und ich möchte erstmal einen Part fertig haben. Und ja, wir gehen jetzt hier rein und gucken. Wir suchen einen Brutalkampf, alle gegen eine Schlacht, epischen Ausmaß, 100 Mann Nahkampf. Werden Sie sich jetzt? Wollt ihr jetzt wagen? Ach, ich muss sogar bezahlen dafür. Da müssen alle in den Ruckzuck kaputt. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen, ne? Ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht wirklich irgendwie eine Erklärung. Ich glaube, das haben wir schon mal auch gelesen. Ja. 30 Mann Nahkampf. Alle Gegner sind kleine Schwäche. Wer von euch nimmt teil? Yuri. Mit Yuri teilnehmen? Ja, gehen wir halt so. Wir müssen wahrscheinlich mit jedem Charakter hier einmal das machen. Also ja. Ich hoffe doch. Habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Wenn er nicht so schwer ist, dann können wir vielleicht mit jedem Charakter den 30-Mann-Kampf machen. Ne? 30-Mann-Nahkampf der Palestrale. Dies ist der einfachste Wettkampfstufe der Palestrale, aber seid auf der Hut. All deine Kontrahenten werden Kampfproben und erbittende Gegner sein. Wie viel wird der heutige Herausforderer bezwingen können? Meine Damen und Herren, hier kommt das Opfer des Tages. Unser heutiger Herausforderer war früher gesuchter Verbrecher, jetzt der Held der Gilde, der heldenmutigen Vesperia. Applaus für fähiger Schwertkämpfer Yuri. Ach, das ist mein Titel, genau. Also es wird Zeit, dass es zur Sache geht. Los geht's und aufgepasst, meine Damen und Herren, Sie wollen doch keine Sekunde dieses Kampfes verpassen, oder? Fertig, kämpft. Okay, 30 Gegner, komm, schaffen wir. So. Und schon ordentlich welche. So, Bandido. So, du bist so ein bisschen abweichend. Ja, okay. Ja, okay. So, sollte zu schaffen sein. Auch wenn die jetzt ein bisschen schwieriger werden. Ja, mal gucken, wo die ganzen Attacken hier sind, ey. So, das ist ein neuer Gegner. Oh. Ich darf die sogar. Ich habe sogar eine Anzahl, nur eine bestimmte Anzahl von Dinger. So.
Ich würde gerne die Hexe dahin erstmal erledigen. Die Hexe, die Hexe. Wollte ich wieder ein bisschen extra sein, da hat man gesehen, wohin mich das führt. Nur komm her. Naja, da war ja aber die Gegnerin weg. Ich habe es total vergessen. So, habe ich nicht irgendwie so einen Angriff, der irgendwie so Flächenangriff ist oder so. Ja, du bist. Ey, du bist doch fast tot. Boom. Feuer einfach einfach mal Attacken hier. Wird schon alles getötet kriegen. Bin ich überhaupt noch was am Lernen mit Yuri oder mit irgendjemanden? Ja. Langsam wird es ein bisschen knapp. Okay, Leute. Okay. Die machen mir ja noch nicht mal Schaden. Boah, jetzt reicht's doch mal. Willst du mich? Also, wie viel AP hat denn der? Oh. Okay, ist doch schon so eine kleine Herausforderung. Wie viele Dinge habe ich hier zum Heilen? Genug. Au. Ich komme hier nicht. Ich glaube, mit 30-Mann-Kampf wie ein Charakter werde ich heute nicht schaffen. Aua, ich bin noch am Laufen gewesen, Mann. Sind ja nur 30. Au! Boah, komm her. Ja, jetzt kommen noch mehr Gegner. Da sind aber alle. Komm her. So, du bist weg. Jetzt mein ganzen Magier erledigen. Da ist schon wieder neu aufgetaucht, ey. Na, und ich habe diesen blöden Startdingens hier. Dann habe ich nicht. War schon wieder, ehrlich? Ja, das war nicht die Attacke, die ich gesucht habe. Nein. Ah, pisst euch mal. So, nee, da wird nichts mit allen Charakteren heute. Nee, glaube ich einfach nicht. Weiß. Nicht so, als hätte ich irgendwie was anderes gerade zu tun. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch was machen muss. Oh Gott. Die Hauptsache, es kommen keine Magier noch. Mal ganz schön viele Gegner auf einmal. So stark bin ich auch wieder nicht. Gott. Bestimmt noch irgendwie so ein Boss-Typ oder so am Ende, ne? War besser euch. Bleibt von euch. Alter. Der viel. Was? Noch nicht eine andere Attacke normalerweise? Er schlägt doch mal wie so ein Blöder, wenn er macht normalerweise so ungefähr. So epischer. So. Oh. Mein Gott, sind die stark. Aber nichts, was man jetzt hier mit ein paar Level oder so nicht gebacken kriegt. Alter! Alter, die machen mich ja noch fertig. So. Aber wir sind jetzt hier am Ende eigentlich, ne? Oh, der! Und der! Oh, Dreck! Die geben mir jetzt, pass auf. Oh, nee. Okay, nee, die geben mir jetzt hier, pass auf. Überleben, ich hab, wir haben die dann schon überlebt, ey.
da. Ja, auf Nummer sicher. Au. Ja. Ich auf definitiv auf Nummer sicher. Boom. Ich weiß noch, wie ich den allerersten Kampf in diesem Spiel vermasselt habe von denen. Da. Zeit, aber ich habe Zeit. Was? Gar nicht gesehen, dass ich ein Zeitlimit hatte. Oh, die Zeit ist vorbei. So knapp, so verdammt knapp. Okay. Gott verdammt, ich habe gar nicht gewusst, dass wir ein Zeitlimit hatten. Aber ich habe jetzt kein Geld, um weiter zu machen. Gut, das war's dann mit diesem Part. Was soll ich denn jetzt noch machen? Wir machen jetzt mit der Story weiter. So. Weil für Geld habe ich, ich kann da nicht mal übernachten hier. Juri, hast du wieder voller AP und so? Ja, gut. Ja, wir machen einfach mit der Story weiter. Ah, komm, ich habe gar nicht gemerkt, dass da ein Zeitlimit war. Na gut, ja, machen wir weiter. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen diesen einen Vogel suchen, ne? Wenn ich nicht weiß, was sonst noch hier zu erledigen gibt, machen wir das jetzt, ne? Ja, ich würde das Kolosseum ehrlich gesagt noch mal versuchen, wenn unsere Chancen ein bisschen besser sind. Ich meine, ich hätte die vielleicht noch geschafft, aber ich will jetzt nicht hier einen ganzen Part dran umsetzen und versuchen, das Kolosseum hier zu schaffen. Ich will schon irgendwie weiterkommen, irgendwas schaffen heute, einfach nur weil es schon so lange her ist und ich einfach irgendwas vorweisen will. Gott, ja, Vogel, wo war der noch mal? Ich weiß, wie das so ungefähr aussah, wo wir hin müssen, aber ich weiß nicht, wo das war. War ja irgendwo in so ein Archipel, nennt man das, ne? So ganz viel Bergen, ne? Da war nicht da, ne? Doch, ne? Ich glaube, da war in der Wüste irgendwo. Wo war das immer? Ja, ne? Ja, ich bin auch so blöd. Da war hier, das hier war das, ne? Gut, gehen wir mal da rein. Ich hoffe, ich habe keine Nebenquests oder so verpasst und so. Wenn ja, dann was soll's. Werden schon nicht so wichtige Sachen hier passieren, oder? 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 Pharaoh, genau. いきなり襲ってきたりしない。保証はできないわ。私たち次第じゃないかしら。そうならないように頑張ろうってことなのじゃ。カロル、大丈夫か？大丈夫くないけど。行かなきゃ。それにしても随分殺風景なとこに住んでるのね、フェローは。かつてはここにも一面緑が生い茂っていたというわ。どうしてそれがこんな岩ばかりの砂漠になったんです？ さあ、そこまでは知らないわ。エステル、本当に行くの？殺されちゃうかもしれないのに。はい。もう覚悟は決めていますから。グッド。ジュディの話聞いてからなんかお前変だぞ。フェローに会うのに何か問題があるのか。 Das ist genau gleich. Was? Das war mal genau gleich gesagt. あの子にとって辛い話だから。もう今更しょうがないわ。ここまで来ちゃったんだから。 Hm. Du hast dich komisch verhalten, Rita. Hör auf, das zu sagen. Okay. Boah, ich rieche hier schon Bosskampf, ne? Patty, ja. Ja. Carol. Warum bist du... Wir sind alle noch am Lernen. Nein. Na, warum ist Carol nicht in der Gruppe? Du bist Level 42. Du bist noch unterlevelt, Mann. Gut. Ich hoffe, es kommt kein Bosskampf oder so, weil sonst... Wo dann bekomme ich eigentlich mein Geld zurück, dass ich für das Kolosseum hier verballert habe? Pero?
それ随分と気が短いな。フェローよ。これは世界全体の問題なのだ。そしてそのものはその原因。座死するわけにはいかん。俺たちの不始末なら俺たちがやる。そうなのじゃ。勝手に押し付けはごめんなのじゃ。お前たちは事の重大さが理解できていないのだ。じゃあ聞くが、 エステルが死んだからって何もかも解決するのかよ。少なくとも一つは問題を取り除くことができる。フェロ、ヘリオードで私は手を止め、ダングレストではあなたを止めたわ。最初はブラスティアのはずが人間だったから、次は私自身がわからなくなったから、この子があなたが言うような 危険な存在とは思えなかったからよ。そうだ。故に我はそなたに免じて見極めのための時間を与えた。その結果我は同胞ベリウスを失うこととなった。もう十分だ。その力は滅びを招く。ほう、よくわかんないけど、 力を使うのがまずいなら使わなきゃいいだけじゃないの？その娘が力を使わないという保証はない。そうね。この子は目の前のことを見過ごせない子。きっとまた誰かのために使うでしょうね。だけどその心がある限り、害あるものとは言い切れないはず。彼女はブラスティアとは違う。
あなたにもそれがわかると思うけれど心で世界を救え。おいフェロー、お前が世界とやらのためにあれこれ考えてるのはよくわかったけどな、なんでエステルがその世界に含まれてない。よりオーキナモノを守るためには切り捨てることも必要なのだ。クソくらいだな。 その何を切り捨てるかを決められるほどお前は偉いのかよ。我らはお前たちの想像も及ばぬほどの長きにわたり忍耐と振動を重ねてきたのだ。わずかな時間でしか世界を捉えることのできぬ身で何を言うか。フェロ、聞いて。要するにエアルの暴走を抑える方法があればいいのでしょ。 まだそれを探すための時間くらいはあるはずよ。ジュディス、それにもしエステルの力の影響が本当の限界に来たら、約束通り私が殺すわ。それなら文句ないでしょ。ちょっとジュディス、本気で言ってるの？あら、そうならないようにブレイブベスペリアが何とかするでしょ。 Entweder so oder sie stirbt jetzt, also. そうだ、そうだね。一本取られたな。そういうわけだ。エステルのこともせかいのやばさも、それが俺たち人間のせいだってなら、俺たち自身がけじめつける。それでダメなら、丸焼きでも何でも好きにしたらいい。そなた変わったな。かつてのそなたなら。さあ、どうなのかしら。でも、 Ich mache erstmal eben Quest。待って、術式がエアルの暴走の原因っていうのなら、昔にも同じように暴走したことがあるはずでしょう。ブラスティアは古代文明で生み出された技術なんだから。罪を受け継ぐ者たちがいる。 そやつらを探すがよい。過去者どもなら、過去に何が起こったのか伝えているであろう。行っちゃった。バイバイなのじゃ。ありがとうございます、ユーリ。ありがとうございます、ユーリ。 Die Kamera so auf sie zugezoomt ist, dass sie schon irgendwie darüber nachgedacht hat. Ja, okay. Dann mache ich mich mal kalt. Und ja, das ist doch sowas von offensichtlich, dass sie halt irgendwann in der Zukunft machen wird, ne? Also ja. Also bevor das passiert. Ja, das Papa Yuri nicht glücklich. どうなるかと思ったよ。あんなデカブツ相手によくまあ話だけで済んだね。おっさん、心臓がどうにかなりそうだったわ。 おっさんのくせに度胸がないのじゃ。本当、パティちゃんはいつも肝が据わってるのね。本当にエステルを殺すつもりなら問答無用で来ればよかったはずだが、そこがどうも解せないな。多分フェロンも迷ってたのよ。だから私たちがどう振る舞うか見定めるために砂漠では姿を隠した。うん、 思ったより悪いやつじゃなかったのかな。どうだかな。いざとなりゃ何だってやるタイプと思うかな、俺は。それはあんたも一緒でしょ。かもな。でもどうするの、ユーリ、あんなこと言っちゃって。エアルが悪さすんのをどうにかする、それだけだろ。つっても手がかりゼロじゃ話になんないんでない。 うむうむ、手がかりは大切じゃぞ。エアルの消費に関しては
間違いなく術式が関わってるはずなのよ。昔のブラスティアについてや、その時に暴走が起きたかどうか、その辺の情報があれば手がかりになるんだけど。過去の出来事については罪を受け継ぐ者たちに聞け。フェローはそう言ってました。 ブラスティアを発明したのはクリティア族。オッケー。つまり今も伝承を受け継ぐクリティア族に聞けという意味ね。確かにクリティア族がブラスティアを生み出したとは言われてるけど。Leute, wie schon. クリティアの町テムズはもう滅んじまってるぜ。他にもあれば話が早いんじゃがの。隠された町ミョルソ。テムズより そしてブラスティア発祥の地。ほは、そんな町があるのね。もしかしてジュディスちゃん、そのミョルゾってのどこにあるか知ってる？さあ、その名前に覚えがある。アスピオに来てたクリティア族の人がなんかその名前を言ってたような。その人まだアスピオにいるでしょうか？あ、まだ当たってみるしかないな。 ジュディス、一緒に来てくれる？そうね。まだギルドのけじめが残ってるものね。じゃ、アスピオに行くとするか。Okay, Aspio, das ist Rita, ja, kommt, oder? Immer freundlich zu den Kunden. Warum kommt dieses Kind jetzt? いろいろな人と話ができるし、自分の見聞も広がるでしょうし。 ずるいよみんな。なんで僕だけ注文間違えるとお客さんに怒られるの？それは愛情の裏返しだろ。そうそう。可愛さは待って憎さ100倍みたいな。結局憎いんじゃないか。楽器さんを放っておくとして、ユイはなんでやらないのよ？ああ、なんでって面倒くせえじゃん。それだけだよ。おろおろ、楽しみを知らない人だね。 お客の可愛い子ちゃんと仲良くなれるチャンスがあるかもよ。あんたは二度とやるな、このエロ親父。Okay, Aspio. Boom. Aspio ist doch. Nachher sind alle rechts die Namen. Ja. So, ich weiß jetzt nicht, war ich jetzt schon hier? Steige ich gerne noch mal jede Stadt nach diesem Party abgrasen und gucken, was es hier noch zu finden gibt und so, weil ich sonst irgendwie, weiß ich nicht, noch zu sehr auf dem Schlauch stehe. Und ich weiß, ich habe mich gerade erinnert, ich habe noch irgendwie, ja, das ist noch lange her, irgendwie ein Part, wo ich glaube ich irgendwie ein Skit gefunden habe oder so. Ich mache mal ein Video auf, ne, nicht erschrecken. Ach so, dieses Skit, ja, das ist, ja, werde ich gleich sehen. Das habe ich nur so gefunden. Das werde ich nur dranhängen und ja. Gut. Aber das war wieder was anderes. Alles klar. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich noch so eine Kellner-Mission irgendwie so dranhängen, wenn ich irgendwas bekomme. Und ja, mal schauen. Irgendwas wird noch drangehängt, weil der Part ist noch ein bisschen zu kurz, finde ich. Was ist denn hier? War ich nicht auch schon mal hier? Ich glaube, da bin ich schon mal reingegangen, ne? Ja, da ist eine offene Truhe, das ist ein gutes, erkennt man schon, dass ich da war. Brandschatzung und Plünderung, das ist mein Markenzeichen. So gut, dann würde ich sagen, es ist bestimmt Aspio, es ist bestimmt diese Stadt, die wir besuchen müssen, ne? Pass auf. Gut, alles klar, ich werde noch mal kurz die Städte abgrasen auf Screen und dann irgendwie so Sachen irgendwie reinschneiden, wenn die irgendwie, weil sie nicht neu sind. Und ja, in Sinne sage ich schon mal so süß. Ja, in den Kellnerklamotten. Okay, weiß nicht, gut. Wie gesagt, ob wir jetzt noch, ob jetzt hier noch was kommt oder nicht, das, ja, da wird auf jeden Fall noch was kommen, und zwar diese eine Szene, die ich gefunden habe offscreen. Und ja,
ob danach noch irgendwas kommt, weiß ich nicht, aber mal schauen, werden wir ja sehen. Aber ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen, hoffentlich hat euch der Part gefallen, bitte lasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar, es wäre sehr lieb von euch und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder, tschüss. Hohe Standards, na? おっさんの進化が分かったところで全員語ってもらおうかね。語るって何を？決まってるでしょ、恋バナよ、恋バナ。あ、ほくさ。私ちょっと聞いてみたいです。あら、それならまずはエステルから話さなくっちゃ。エステルの理想の異性のタイプは？理想は水星物語の琥珀の聖騎士のような人が。って誰？ 水星物語って小説に出てくる主人公の友人。はい、次次。で、優しくておとなしくてちょっと気弱な背の小さい女の子が可愛いなって思うかな。あ、あの子そんな子だった？どちらかっつうと気は強そうだったな。リタとジュリスはおっさんみたいじゃない人。妥当な線ね。じゃあ俺はそれで中年の魅力がわからないようじゃまだまだよ。 さあ、スケート。急に世界を乱すとか言われても、僕まだ全然実感が湧かないよ。そりゃ俺だって同じだ。ちょっと前までは、まともに帝都から離れたこともなかったくらいだしな。それがここに来て世界だぜ。人生ってのは何が起こるか本当わからねえよな。けどだからこそ面白いってとこかしら。そんな悠長なこともう言ってらんないでしょ。 エステルに残された時間は限られてるのよ。深刻に考えれば問題が解決するわけでもないし、別にいいんじゃない？私たちが沈んだ顔していると、エステルが気を使うしね。それは確かにそうかもしれないけど。ちゃんとフェローに言われたら受け止めてるから安心しろって。ならいいけど、本当に辛いのはエステルだ。俺らまで引っ張られてちゃ解決できるもんもできなくなるぜ。 Alter. Donnerwetter, das war ganz schön harte Arbeit. Gut gemacht, du hast mir echt geholfen. Was hätte als anderes erwartet? Ich bin immer in der großartige Raven. Das war das erste Mal seit langem, dass ich dich ernsthaft arbeiten sah. Was soll das? Ich bin immer ernsthaft, wenn es ums Arbeiten geht. Naja, bei solchen Kundenmassen wie heute hat man wirklich kaum Zeit für eine Verschnaufpause. Ja, und nicht mal Zeit, um mit dem hübschen Mädel zu flirten. Oh, ich bin fertig. Vielen Dank nochmal. Bitte nimm diese Uniform als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine harte Arbeit. Wie für mich? Ja, das ist die beste, was ich beim Versuch, eine männliche Uniform zu kreieren, zustande gebracht habe. Ein Testmodell sozusagen. Nein, nein, also sie sieht super aus und dazu noch ein Geschenk einer schönen Frau. Ich nehme sie mit Freuden an. Lass mal sehen. Hehe, nicht schlecht, ganz und gar nicht schlecht. Steht dir echt gut. Sie passt hervorragend zu deiner Frisur. Dieses Gefühl der Wärme, Liebe vielleicht, wenn ich das trage, kann ich deine Zuneigung verspüren. Du kannst die Liebe spüren? Ja, diese Uniform ist voll davon. Spitzenarbeit, wirklich. Danke, ich werde meinem Vater erzählen, dass sie dir gefällt. Ah, dein Vater hat diese Uniform gemacht. Sag ihm, dass wir die Liebe fühlen können. Ah, Kavalier. Schön. Gott, das war anstrengend, ey. Ich habe verloren. Dieser Wettkampf bedeutet doch nichts. Das stimmt, und den Gästen ist es erst recht egal. Ich fühle mich so lächerlich. Aber weißt du, wir arbeiten hier ja nicht jeden Tag. Richtig, sie sind nur hier, um wenn wir Hilfe brauchen, nichts weiter. Aber wir können doch nicht alle gleichzeitig für dich arbeiten, oder? Das ist kein Problem, wir hatten mehr Gäste in letzter Zeit, also können wir uns zusätzlich Personal leisten. Du meinst also, ich kann hier weiterarbeiten? Ja, ab sofort arbeitest du mit ihnen zusammen. Verstehe, ich werde mein Bestes geben. Es tut mir leid, ich war ein bisschen eingeschnappt vorhin. Hoffentlich tragt ihr mir das nicht nach. Keine Sorge, Fräulein, ich kann es kaum erwarten, mit so einem süßen Ding wie dir zusammenzuarbeiten. Okay. Genau das Richtige für den alten Mann. どうせ大人の渋さのきらめきなんて、うぶなリタッチにはわからんよ。わかってたまるか。なあ、それは大人の渋さのきらめきっていうか、大人の渋さがますますおっさんのうさんくささ爆発させてるって感じ。それならわかる。そりゃないわよ。
Hier sieht man ja irgendwie, wenn ich ja fertig bin, irgendwie nicht, die sind alle irgendwie, ja. Muss ich mir auch notieren. Gut, alles klar. Kommt noch ein Skit. Ich weiß, da kommt dann noch irgendwas, pass auf. Oder? Sobald ich die Aufnahme ausmache, kommt ein Skit, pass auf. Nein, okay, dann mache ich jetzt aus.